Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Immer wieder wird uns drastisch vor Augen gestellt, wie zerbrochen unsere Welt ist, wie zerbrechlich sie ist und bleibt. Bei dem Wort Heiland dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass Jesus nicht in eine heile Welt gekommen ist, sondern einer zerbrochenen Welt Heil bringen möchte. Darum ist er der Heiland. In einem Psalmwort heißt es: Nahe ist der Herr den zerbrochenen Herzen und dem zerschlagenen Geist bringt er Hilfe. Jesus ist nicht der Arzt für die Gesunden, sondern der Helfer, der Heiland für die Kranken. Für die zerbrochenen Herzen bringt er Schonung und Trost. Das sollten wir nie aus den Augen verlieren. Wir sollten darum beten, dass er kommt und das Kaputte, das Zerstörte und das Zerbrochene heil macht, ganz macht, dem Leben wieder entgegenbringt. Dazu ist Jesus in unsere Welt gekommen und auch in meinem Leben. Denn auch in meinem Leben ist oft so viel Unheil und Zerbrochenes und ich hinterlasse auch nicht selten einen Scherbenhaufen. Jesus ist gekommen, um meinen Blick gerade zu rücken und den Fokus wieder auf das Heil zu lenken, das er schenkt, auch wenn ich es manchmal bin, der Dinge zerbricht. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, wir danken dir, dass du das Zerbrochene heil machst und dass du dahin gehst, wo Brüche sind. Hilf uns in dieser Nacht und schenke uns morgen einen neuen Tag. Gib uns die Kraft, die Brüche in unserem Leben und in der Welt anzuerkennen, anzunehmen und darum zu bitten, dass du mit deiner heilenden Kraft uns entgegenkommst. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.